Hallo und herzlich willkommen auf Lyrenda.de. Wir wollen uns nun die Logarithmengesetze anschauen. Ja, wenn wir uns schauen, das erste Logarithmengesetz heißt, dass der Logarithmus von a zur Basis c plus der Logarithmus von b zur Basis c gerade der Logarithmus von a mal b zur Basis c ist. Das mag überraschen, weil dann hier eine Addition steht und hier plötzlich eine Multiplikation. Aber das kennen wir auch schon vom Potenzgesetz. Das erste Potenzgesetz ist aber auch eine Addition, die zur Multiplikation wurde, umgekehrt. Schauen wir uns das an einem Beispiel an, dass es auch klar wird. Nehmen wir an, Logarithmus von 2 zur Basis 8 plus Logarithmus von 2 zur Basis 4. Nun, das können wir direkt im Kopf ausrechnen. 2 hoch x gleich 8. Entspricht ja dieser Formulierung und hier 2 hoch x gleich 4. Nun, was ist 2 hoch x gleich 8? Welches x erfüllt das? Das ist 3. Das heißt, hier haben wir eine 3. 2 hoch x gleich 4. Das ist 2 hoch 2 gleich 4. Also eine 2. 3 plus 2 ergibt 5. Nun schauen wir, ob das stimmt mit der Forderung, die hier steht. Das heißt, ob das hier stimmt. Und zwar Logarithmus zur Basis 2 von a mal b. 8 mal 4. Nun, 8 mal 4 ist 32, das heißt, 2 hoch x ist 32. Was können wir dann für ein x einsetzen? Na, 2 mal 2 mal 2 mal 2 mal 2 ist 32, 2 hoch 5 ist 32, also stimmt es. Also haben wir hier ein gültiges Beispiel, das erste Logarithmengesetz. Das zweite Logarithmengesetz, das funktioniert ähnlich wie das erste, nur wird hier nicht addiert, sondern subtrahiert. Also Logarithmus von a zur Basis c minus Logarithmus von b zur Basis c. Und das soll dementsprechend hier nicht mal dann stehen, sondern logischerweise geteilt. Also Logarithmus von a geteilt durch b zur Basis c. Machen wir das wieder an einem Beispiel klar. Und zwar nehmen wir jetzt mal Logarithmus von Basis 2 von 16 minus Logarithmus zur Basis 2 von 8. Nun, das können wir wieder mit Hilfe der Potenzgleichung herausfinden. 2 hoch x gleich 16 und hier ist 2 hoch x gleich 8. Nun, 2 hoch x gleich 16, das erfüllt die 4. 2 hoch 4 ergibt 16 und hier 2 hoch x gleich 8 erfüllt die 3, das heißt 4 minus 3 ergibt 1. Nun, jetzt schauen wir, ob das mit dem übereinstimmt, was hier steht. Das Logarithmus zur Basis 2 von a geteilt durch b, 16 geteilt durch 8. Nun, 16 geteilt durch 8 ist 2, das heißt, 2 hoch x gleich 2. Ja, und 2 hoch 1 ergibt 2, also ist diese Gleichung erfüllt. Schauen wir uns das dritte Logarithmengesetz an. Das besagt, dass der Logarithmus von a hoch x zur Basis b gerade x mal den Logarithmus von a zur Basis b darstellt. Das heißt, dass wir das x nach vorne ziehen dürfen. Schauen wir mal, das ist dann ein Beispiel. Das Beispiel können wir zum Beispiel nehmen, Logarithmus von zur Basis 2 von 4 hoch 3. Nun, jetzt rechnen wir das zuerst mal aus. 4 hoch 3, 4 mal 4 mal 4, 16 mal 4 ist 64. Das heißt, wir müssen überprüfen, 2 hoch x gleich 64. Nun, welches x erfüllt das? Ja, wir haben gesehen, 2 hoch 5 ist 32 und nochmal mit 2 multipliziert ist 6. Also haben wir hier 2 hoch 6 ist 64, also ist hier die Lösung 6. Schauen wir, ob das mit der rechten Seite übereinstimmt. X, also der Exponent hier oben, der ist für uns 3. Das heißt, das ist 3 mal Logarithmus zur Basis 2 von a, also in diesem Fall 4, von 4 sein. Nun, 2 hoch x gleich 4 wäre hier die Potenzgleichung. 2 hoch 2 ergibt 4, also ist es gerade 3 mal 2, also 6. Also stimmt die gleich. Nun gibt es noch ein sogenanntes viertes Logarithmengesetz, das wir im letzten Video schon gezeigt haben. Deswegen brauchen wir das jetzt hier auch nicht mehr an einem Beispiel darzustellen. Das heißt, wenn der Logarithmus von b, zur Basis b von a, der lässt sich berechnen, zum Beispiel auch mit dem Taschenrechner, gerade als Logarithmus zur Basis 10 von a durch Logarithmus
So, was ist 10 von B? So kann man Logarithmen mit dem Taschenrechner ausrechnen, wenn man sie nicht im Kopf berechnen kann. Danke.